Ekran! Ekranen geb dich ab, aus Wahnen wahr. Hey, kommt ran mit mir! Hier reden wir über, wo wir kennen mit Gott, Echt und Leben ranen. Mit Jünd S., Eduard Kiesbrecht. Welkom, liebe Freunde. Welkom zu dem Programm Ekran. Dankeschön, dass du von euch hier bei uns dabei bist. Und dass du auch hier kommst, oder auch hier kommst. Und von dir auch besonders willkommen zu Gabriane Unrau, eure einzige die auch Gabi Unrau. Ja, du bist von dir auch das erste Mal hier und das ist für mich eine sehr große Freude. Für all die, die uns auch hier kommen, wir sehen, dass das hier ein bisschen anders sind. Wir sind von dir auch nicht im Studio, wo wir normal gravieren, wenn wir nicht gekriegt werden, so habe ich von dir auch eine andere Stelle, wie gesagt, ein Schwimmwort abgestellt und abnehmen. Aber nicht für dich, Gabi. Ja. Wer weißt du, von wo du kommst, du kannst eine Karte von dir verteilen? Ja, ich komme von Paraguay, als ich im Chaco in Fernheim geboren. Und sie da zur Schule gegangen, sie da abgewachsen und allem. Und seit zwei Jahren, die meisten zwei Jahre, sehe ich in der Bibelschule in Deutschland. Und ja, da sehe ich da halt immer wieder unterwegs. Und wir sind sehr viel in verschiedensten Ländern unterwegs. Und nun kann ich auch hier unterwegs sein. Und, ja, wo dann? Das scheint, dass du hier in Bolivien angekommen bist. Und das ist für mich eine große Freude, die Channel zu lernen, hier in Bolivien. Und du hast mir ein bisschen von deinem Zeugnis erzählt. Ja. Und mir berührt das sehr. Und das wäre so eine schöne Geschichte. Und ich würde von dir mich freuen, wenn du dein Zeugnis von deinem Leben, was Gott in dir getan hast, kannst von unseren Jugendlichen, von unseren Menschen, die uns hier in Tauch schicken, mitteilen, und dass wir nicht bloß echt den Sehen kriegen, sondern viele Menschen, wo immer Gott das Wort anbringen lässt. So, wo kannst du anfangen? Wo bist du abgewachsen? Wo ist deine Lebensgeschichte? Ja, so seit ich abgewachsen sehe ich in Fernheim. Am Anfang sehe ich im Dorf abgewachsen und nachher für die Zentralschule und so. Kollegiotit sehe ich dann im Internat abgewachsen, wo ich immer wieder gewohnt habe. In so verschiedenste Städte einmal gewohnt habe. Für mich wird das so, dass ich mein Leben lang immer sehr viel krank gewesen bin, dass ich eine schwache Person gewesen bin. Und dort hat mich im Leben sehr viel geprägt, wo ich sehr viel krank war, sehr viel im Doktor, wir sehr viel Medikamente annehmen mussten und so weiter. Gerade bevor ich die Schultern aufschlüte will, oder aufgeschlüte hat, dann dachte ich darüber nach, was tue ich da noch, was will ich wieder tun. Mir wird immer klar, ich will was für Gott tun, einen Dienst für ihn tun oder eine Mission gehen in verschiedensten. So wird dann dort ein Direktor von einer Schule in Deutschland in Paraguay zu Besuch wir und mir dann anrede und frage, weißt du nicht nach Deutschland kommen, in diese Bibelschule. Für mich wird dann am Anfang so, nee, ich will das nicht tun, weil ich erstens mal krank bin. Ich muss viele Medikamente annehmen. Ich dachte mir so, die ganze Kulturschock sozusagen, Cambio, was man dann macht. Ganz andere Jähend und so wieder. Ich dachte, nee, das kann ich nicht tun, wenn ich mich nicht abreden darf. Und ich muss mich immer am Rome hüllen sozusagen. Ja. Und mit all meinen Perlen, ich wusste nicht, nee, das wird nicht gehen. Und der Lehrer sagte dann aber zu mir, der Lehrer sagte mir, du kannst sehr hier kommen und wir wollen alles so tun, dass das für dich schön ist. Und ich habe dann Gott gefragt, in erster Linie, und meine Eltern, ja, nein, so ist das bloß auf dem Dohl und das kommt zu dir. Und dann frage ich meinen Doktor, wenn sie Gesundheit und so, wenn sie nicht so viel krank wäre. Seht heute mir, du hast dann zwei Optionen in Deutschland, wenn du da gehst. Das wird entweder so gut aus Bett neu, du kannst das alles gut machen, und, oder das wird alles viel schlimmer werden, als die das nie geht. Aber ich seht mir, ich will das wagen, ich spüre das einfach, dass das Gottes Sinn wählen sein soll. Und dann dachte ich mir so, wenn Gott das will, dann wird das alles schön werden. Für mich wird das dann so, ich melde mich. Mir deutet dann einfach vom Doktor aus, viel neue Perlen einfach einstellen, sodass ich stabil sein kann, wenn ich körperlich gesund sein kann, wenn ich losfliegen will. Ich nahm dann all meine Perlen mit nach Deutschland und hab sehr viel dort und dann am Anfang ging das sehr schön.
Und dann fängt dort aber meistens an, dass ich weiter krank wird. Und für mich wird das so, dass ich vorher all immer sehr viel abholen muss, was ich essen darf und was ich nicht essen darf. Eine strenge Liste, die ich habe. Und dort muss ich dort in Deutschland kreuz so wieder auch. Ich muss immer was anderes essen als die anderen Leute. Und dann kommt das aber so weit, dass ich so viel kranker werde, dass ich nicht mal richten darf, was die anderen essen dürfen. Und das heißt, ich kann niemals dabei sein, wenn die anderen das Mittag zum Beispiel machen dürfen und dann top essen dürfen und so weiter. Ich darf nicht dabei sein. Aha, eine Frau, wie das vorher mit der Drecke? Wie das vorher, als sie nach ein paar Jahren wohnen, dort wird noch nicht so schlimm dann? Nein, dann wird es noch nicht so schlimm. Einfach habt ihr das Essen hier. Okay. Ja. Ich darf nicht essen, was die anderen dürfen, aber wenn, ich kann mit den anderen top essen. So am Tisch, so top setzen und top essen, das wird alles kein Problem. Und hier kommt es dann so aus, wenn es immer schlimmer und immer schlimmer wird, jede Welt wird es schlimmer, kann ich nicht mal mit den anderen top essen. Und dort wird es dann so, und jedes Mal, wenn ich so krank werde und meine Anfälle von Kapriting und sehr starke Kapriting kriege, darf ich kein Licht vertrauen, nichts. Ich muss immer düstere Stuhl sein. Und dann fängt es so weit an, dass ich saß wäre, meist ganz dicht und immer bloß in düstere Stuhl gewesen sein. Und wenn ich dann rausgehe, aus dem Stuhl rausgehe, aus dem Haus kann ich nicht rausgehen. Aber wenn ich aus dem Stuhl rausgehe, dann muss ich meine dunkle Brille absetzen, um nicht so viel Licht an den Augen anzukriegen. Das ist eine Geschichte, die bewegt mich. Wo Mensch, wo die sind, die Betreuung ist. Aber wo ist das dann wieder sich entwickelt? Ja, für mich wie in erster Linie Gott, woran passiert das alles. Ja. Ich frage Gott, immer war dann jeder Tag, wenn mir das so schwer wird. Wenn ich so eine Weile habe, dann frage ich immer wieder Gott, Gott, warum schickst du mich noch ein ganz fremdes Land? Und ich dachte immer, ja, wenn das dein Wille ist, dann wird das schön werden. Und nu werd ik zo krank en dat lieden wordt bloß schlimmer en zelfs de dokter dort, die had geen lösing voor mij en zei bloß, die zou naar huis gaan. Dat is een schwere, schwere Geschichte. Maar vertel wieder, wo kon ze van jou hier zijn? Ja, wat ik dan leren moest in eerste steht, wir dort ich nicht mehr die Bibel wirklich lesen kann. Das heißt, ich muss einfach ganz auf Gott vertrauen. Und Gott sieht dann einen Tag einfach zu mir, ich soll mir in Ete gucken, in Gieße, ganz normalen Gieße gucken, wo verbotene Sachen bei mir sind. Er sieht zu mir, ich soll eine Zippel zum Beispiel schneiden oder Paper schmieden. Und ich dachte bloß, nee, das kann ich alles nicht tun. Das ist verboten für mich. Ich würde nur mehr Lieder, als ich Ferien gelesen habe. Und das kann ich nicht tun. Aber Gott fordert von mir Vertrauen. Und als ich innerlich in meinem Herzen Ja sehe, ich will nicht dort tun, was Gott von mir will. Und dann wird das jetzt. Gott wird mir helfen, dort durchzustehen. Und Gott wird mir helfen, die Weide auch durchzustehen, wenn ich so eine Weide kriege. Und in dem Moment gibt Gott mir so ein Frieden hat. Und ich kriege so eine Frieden hat, dass ich sogar die Kraft habe, das zu machen. Vorher hatte ich meist keine Kraft. Und ich habe die Kraft, das zu machen. Und ich explodiere meistens von der Freude, die ich in meinem Herzen spüre. Wo Gott mir dann so viel Kraft gab, und ich konnte reden, ich konnte essen, alles. Kein Problem. Und ich frage Gott, was passiert hier? Alles ist verändert in meinem Leben. Und Gott sagt zu mir in meinem Herzen, du bist nicht ganz gesund, du bist 100% gesund. Ja? Und du brauchst keine Pille mehr annehmen, du kannst alles essen, was die anderen essen, mit den anderen Taub essen. Und das wird für mich das allerletzte Geschenk. Und der Beweis dafür, dass Gott von dir immer noch Wunder tun kann. Wow, ich sehe wirklich überwältigt mit so einem wunderbaren Wunder. Dass Gott von dir schon da handelt, das habe ich damals in der Bibel gelesen. Weil kranke Personen ganz gesund werden. Wo kannst du so ein großes Erlebnis feiern? Was tut sie dann, um dort zu feiern? Ja, als der andere dann in die Schule kommen und die sagen, dass Fuß in mein Gesicht wird verändert. Die sagen dort, wenn ich sage, nicht mehr krank ist. Und wir haben dann den ganzen Tag einfach durchgeführt, ich habe alles gegeten, was verboten wird. Und die ganze Welt, die ich durchgeführt habe, und der Friede sich so sehr mit mir, dass wir einfach jeden Tag einfach viel Freude haben, ganz besonders, wenn wir essen, wenn es dort jedes Mal ein Beweis dafür wird, dass ich gesund wird.
Dort fiel wie jedes Mal, wenn wir Tag eten dann. Wow, ja, das kommt mir ja an, so gut, wo du so was Scheines erlebt hast und wo Gott die Dörche drauf hat, das ist toll. Und wo du kannst ableben. Was kannst du den Jugendlichen von dir aus sagen? Was können sie lernen? Oder was hast du gelernt? Und erst da steht erst, dass Gottes Wille zu deiner ist das Scheinste. Und dann, wo wir dort sein, Gott sieht immer das Ganze. Gott sieht das Scheine, was da nachher rauskommen wird. Und der zweite ist, dass sich das lernt, auf Gott zu vertrauen. Auch wenn das alles wirklich für uns ist, Gott hält alles. Und der dritte ist, dass einfach, ja, Gott uns einfach trägt und dann, was passiert. Und dass alles, was passiert, uns zum Guten dein Wort, auch wenn wir das manchmal nicht ganz verstehen können. Wow, und danke schön für diese Lehre, aber so neu von dir auch schon da. Bist du nicht ein clean bisschen krank oder ein bisschen ruine? Oder? Niemals mehr krank. Wow. klar, ich sehe einfach aus ein ganz normaler Mensch. Den Traum, den ich immer will, wenn ich ein bisschen rüppig sehe, sehe ich ein bisschen rüppig, aber ich sehe niemals mehr krank, als ich die Krankheit habe. Klar, kriegst du das Eck vielleicht mal ein Kopfbreathing haben, wenn ich zu lange nicht Wut getrunken habe? Oder zu lange in der Sonne. Oder zu lange in der Sonne, so weißt du, aber wirklich. Und du kannst alles essen. Alles essen und kleine Perle und ganz gesund. Ja. Wow. Das ist, was mich so sehr bewegt von dieser Geschichte, dass Gott eine Geschichte nimmt und dass er das ganz weich nimmt. Er will das einfach. Ich weiß nicht, wenn es du vorher dort durchgehen hast, musst. Aber was ich weiß, dass er haftet will. Er haftet die Welt nie merken. Und ich gebe gerade ihr, und er hat ihn noch ein paar Jahre schon erlebt, und ich sehe auch ganz überwältigt. So, wie war das, wenn Gabi ihr Leben noch viel länger ist, es bloß diese paar Minuten, wo wir noch wieder Port von deinem Leben hier, habe ich verstanden. Was du noch von Gott gelernt hast und was er die durch das Leben mit Antrieb gewesen hat. Und ob er vernünftig war, wie das zu eng merken, so dann sie nächste Weg war er dabei, dass du die weitere Geschichte von Gabi hier kommst und was sie mit Gott belebt hat. Gott ist sehen und wird das nächste Mal. Das Programm wird in Bolivien produziert. Wenn du Frauen oder ein Thema hast, dann schreib uns nur ans Facebook von Ekran oder schreib uns ein E-Mail nur ekran@gmail.com.